Wie schön doch Angeln sein kann, und ich angel noch nicht mal. Aber es geht bald los. In diesem Video möchte ich ganz klassisches Method-Feedern machen und euch den ein oder anderen Tipp geben, wie ihr euch leichter tut. Ich begrüße euch zu diesem Film. Ja, es geht mit dem Platzaufbau eigentlich erstmal los. Ich habe hier mir einen kleinen Beistelltisch aufgestellt, ist natürlich sehr vorteilhaft. Dann habe ich hier hinten unsere Baitbowl. Da habe ich ein paar Pellets, 3 mm und 2 mm, sowie ein Grundfutter, einen Method Mix mit Fischmehl angemacht. Dann habe ich hier noch ein paar Haken und eine Auswahl an verschiedenen Boilies und Pellets. Dann habe ich hier noch einen Eimer voll Wasser. Da kann ich dann mal Hände waschen. Und hier habe ich eine wasserdichte Tasche, wo einfach sonst welche Sachen noch drin sind. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Dann müssen wir jetzt nur noch die Bangsticks reinsetzen, und da werden auch schon häufig, sehe ich das am Wasser, Fehler gemacht. Ihr müsst nicht die Angel komplett im 90-Grad-Winkel zum Wasser legen und dann da hingucken, und da draußen spielt sich das ganze Naturgeschehen ab. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich empfehle da so einen 45-Grad-Winkel. Dann kann man das auch schön mit dem Kescher dann noch alles handeln, und man sieht auch das Wasser, die Natur eben. Ich habe jetzt hier eine Rutenauflage, ist ganz cool. Ich habe hier ein Quick-Release-System drauf, kann ich danach einen Angel einfach einmal absetzen, das Ganze, und beim Angelbeginn wieder draufsetzen. Ist gerade auch interessant, wenn ich verschiedene Rutenauflagen habe. Wie hier habe ich noch eine spezielle Method-Feeder-Ruderauflage, die kann ich dann eben verwenden, wenn mit extrem heftigen Bissen zu rechnen ist. Das schützt eure Rute, dass sie nicht ins Wasser fällt, und dann auch den Geldbeutel. Jetzt bringen wir da den Bangstick hier rein. Oh, da war ein Loch. So ist stabil. Ich habe hier einen Teleskopierbahn. Vom Winkel her müssen wir noch schauen. Ich habe nämlich einen leichten Seitenwind, dass das Ganze auch passt. Dann machen wir hier noch den zweiten Bangstick. Und dann baue ich jetzt eine Angel auf. Da ist es nämlich ganz spannend. Ich habe brandneue Ruten dabei, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Jetzt baue ich erstmal auf und will einen schönen Fisch fangen. Die Angel ist aufgebaut. Ich habe einen 20 Gramm Method-Korb drauf. Und jetzt brauche ich noch einen Angelplatz. Am gegenüberliegenden Ufer habe ich ganz viel Schilf und auch ein kleines, schönes Seerosenfeld. Das ist natürlich prädestiniert für Friedfische, insbesondere Karpfen. Die fühlen sich da pudelwohl. Deswegen, da möchte ich hinwerfen. Das mache ich wie folgt. Ich werfe jetzt aus. Und dann habt ihr schon gesehen, es hat abgebremst. Ich habe hier einen besonderen Release-Clip, aber dazu dann eben gleich später mehr. Jetzt füttern wir noch ein paar Körbe an, dass die Fische da draußen was zu fressen haben. Dann machen wir einen Haken drauf. Ich mache immer am meisten so am Anfang einen gelben Beule drauf. Das imitiert das Maiskorn. Das kennen eigentlich die meisten oder alle Fische in so kleinen Vereinsteichen. Steckt den Späher hier hinten rein. So. Dann kommt der als erstes in die Mulde. Wieder meine Pellets drauf. Das kann man dann eben schön dosieren. Sind viele Fische da, bringe ich mehr Pellets. Sind wenig Fische da, bringe ich weniger. Drück das wieder an, hab meine Mulde,
Jetzt werfen wir da wieder aus und hoffen, dass die Fische gleich wollen. So. Jo. Ja, das sind Brassen. So, jetzt zu meiner Linken habe ich hier den Kescher. Den kann ich jetzt da einfach ins Wasser reinkleiden. Hab ihn, klemm die Rute da drunter. Ein schöner, agiler, kleiner Brassen von 200 Gramm hat sich mein Bäuli schmecken lassen. Jetzt hoffen wir, dass die Großen gleich noch auf den Platz kommen. Geil, das ist ein schöner Fisch. Ich habe hier eine der Magna Feeder Ace im Einsatz. Das ist eine 80 Gramm Variante in 3 Meter Länge. An der 4000er Allegra Rolle mit Release Clip. Der hat auch schon ausgelöst. Das zeigen wir euch dann gleich noch mal im Detail, wie das aussieht. Und zwar seht ihr das jetzt. Der Clip ist so, deshalb so besonders. Beim Auswurf hält er und sollte dann der dicke Fisch beißen, geht der Clip weg. Er löst aus, der Fisch kann frei abziehen. So, jetzt schaut her, jetzt drillen wir den Fisch zu Ende. Ich bin gespannt, was es ist. Ich habe gerade eben erst noch einen kleineren Brassen gefangen als ersten Fisch. Dann hat es kurz gedauert. Und dann haben sich doch echt gleich die großen Fische drauf eingestellt. Man sieht es hier. Eine schöne Aktion. Pfanne biegt sich die Angel, schlägt die Feder, die Schläge des Fisches ab. Und hinten habe ich ein gutes Rückgrat, dass ich dem Fisch Paroli bieten kann. Das brauche ich auch jetzt gleich, weil hier Seerosen kommen. Und da muss ich mir bestenfalls von weghalten. So, ah, jetzt ist er, geht er noch mal in die Seerosen, aber da geht er raus. Jawohl! Stehen wir auf und gucken. Oh, da haben wir eine. Oh, richtig schöner Fisch, wieder makellos. Und da haben wir eine, den Prachtburschen. Er wird so 3,5, ja, vielleicht hat er auch 4 Kilo haben. Hat auf jeden Fall einen guten Drill geliefert. Ich bin happy, dass es geklappt hat. Oh, da sind einige Wassertiere mit drauf. Schöner Fisch. Jetzt gucken wir mal, ob er vielleicht noch den Opa vorbeischickt. Aber definitiv schon Ziel erreicht. Hammerfisch. Ganz wichtig war uns bei der Entwicklung dieser Rutenserie, dass wir eine Rutengeneration für jedermann entwickeln. Im Hinblick zum einen von den Komponenten, das heißt Grifflängen, Carbonmixe und des Weiteren, aber auch auf dem Endverbraucherpreis gesehen. Denn all diese 5 Modelle werden im Fachhandel definitiv unter 100 Euro kosten. Die 80 Gramm Rute wird, schätze ich mal so, bei 60, 65 Euro beginnen. Und dann noch dazu unsere passenden Allegra-Rollen, ist man mit einer Kombi von 100 bis 130 Euro exakt ausgestattet
und kann richtig, richtig schöne Fische fangen. Und da muss jetzt nicht nur die Rute zeigen, was er kann, sondern auch die Rolle. Ich habe hier die Allegra 6400, also eine 4000er Größe. Dann gibt es auch noch eine 5000er Größe und eine 6000er Größe. Und jetzt für diese Saison ganz neu, auf vielfachen Wunsch von Anglern. Ich persönlich bin zwar kein Freund davon, aber ist schon ein cooles System, unseren Hammer-Release-Clip am Freilaufsystem. Jetzt muss ich hier aufpassen. Der ist richtig böse in den Seerosen drin. Wäre schade, wenn dieser tolle Fisch von der Fahne geht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, was es ist. Vorteil einfach vom Freilauf auch, solltet ihr mal vom Angelplatz weggehen, Ruder ablegen, Freilauf reinmachen und sollte der Fisch beißen, kann er sich einfach die Schnur nehmen, die er braucht. Ich muss echt alles geben, nicht zu viel Druck machen. Oh ja, es ist der Überraschungsfisch. Es ist ein schöner Stör, ein komplett schwarzer. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn, den Abschlussfisch für heute. Boah, schaut euch diesen tollen Fisch an. Ich wünsche euch mit unserer neuen Fiederruten-Serie Magna Feeder Ace in 5 verschiedenen Längen und Wurfgewichten viel Spaß und hoffe, dass auch so ein toller Fisch euch ans Band geht und ihr ihn rausbekommt. Viel Petri Heil, euer Julian. Den hat er sich verdient. Ciao.